Wer eine Karte für das Lilienspiel ergattern konnte, hat am vergangenen Sonntag ordentlich was zu sehen bekommen für sein Geld. Nach einer etwas zerfahrenen ersten Halbzeit treten die Lilien auf und besiegten Bielefeld verdient mit 4:3. Kevin Großkreuz machte ein starkes Spiel und durfte sich gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen lassen. Die Lilien konnten so den zweiten Tabellenplatz halten und stehen mit nur einer Niederlage aus 6 Spielen ziemlich gut da. Allerdings fehlt es den Darmstädtern manchmal an Konstanz, sodass schon die ein oder andere Halbzeit überraschend kampflos hergeschenkt wurde. Ja, glaube ich, gibt es immer Luft nach oben, ne? Also man darf auch nie zufrieden sein. Klar, waren jetzt zu Hause die, ja, ich glaube gegen Bochum war es die zweite Halbzeit, die nicht optimal war, und jetzt die erste Halbzeit. Aber ja gut, man muss sich dann trotzdem auch mal loben danach, weil wir auch dann gut ins Spiel gekommen sind in der zweiten Halbzeit und ich glaube das Spiel auch noch gedreht haben. Klar war die erste Halbzeit nicht gut, aber die haben wir dann in der Halbzeit abgehakt, wollten dann in der zweiten Halbzeit Vollgas geben, ja, und das Spiel noch umdrehen. Und ich denke, das zeigt auch die Moral der Mannschaft. Und ja, denke ich, klar müssen wir versuchen, das auch über das ganze Spiel mal zu schaffen, konstant zu sein. Ja, da arbeiten wir dran, wie gesagt. Und ja, solange wir gewinnen und Punkte holen, sage ich mal, kann man immer noch was verbessern. Aber ja, wir können bisher zufrieden sein. Viel Zeit, ihren Sieg zu feiern, blieb den Lilien allerdings nicht. Die englische Woche steht auf dem Spielplan und am Mittwoch geht es gleich zum nächsten Spiel nach Heidenheim. Trainer und Mannschaft erwarten dort ein kampfbetontes Spiel. Heidenheim hat jetzt in Bochum gewonnen und haben sich durch diesen Sieg auch wieder das Selbstvertrauen zurückgeholt, was sie in den letzten Wochen vielleicht ein Stück weit verloren haben. Von daher wird es eine heiße Partie. So, was ich so gehört habe, ist es nicht einfach da zu spielen. Bin selber mal gespannt, wie es da so abgeht. Aber wir haben auch durch unsere zweite Halbzeit, die wir jetzt gehabt haben, glaube ich, enormes Selbstvertrauen und wollen natürlich da auch ein gutes Spiel zeigen. Naja, Heidenheim ist auch schon lange in der zweiten Liga und wie man die auch kennt, ist ein sehr, sehr kampfbetontes Team. Wird ein sehr schwieriges Spiel, glaube ich. Wo wir an unsere Grenzen, glaube ich, wieder stoßen werden. Wie gesagt, wir müssen Leidenschaft wieder zeigen. Es geht, glaube ich, nur über den Kampf in Heidenheim. Also da müssen wir den Kampf auch von Anfang an annehmen, auch von der ersten Minute an. Und wird ein sehr schwieriges Spiel. Klar sind sie jetzt nicht optimal gestartet, aber wir wissen auch, was uns erwartet. Durch die hohe Belastung stehen bei den Trainingseinheiten Regeneration und Entspannung im Vordergrund. Denn am kommenden Sonntag erwarten die Darmstädter dann Dresden am Böllenfalltor. Zum Glück haben die Lilien einen auch in der Breite sehr gut aufgestellten Kader, sodass Trainer Frings auch bei einer Rotation keine Gefahr für einen Qualitätsverlust sieht. Dennoch ist eine englische Woche immer eine Herausforderung für Mannschaft und Betreuer. Nach dem Spiel in Heidenheim gibt es dann so einen Auslauf am Donnerstag oder wird er direkt dann weiter trainiert auf Dresden hin? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir spielen. Ne? Also es ist schon sinnvoll, wenn man so schnell wie möglich halt versucht, auch wieder auszulaufen. Ne? Einfach um die Regeneration auch so schnell wie möglich wieder zu starten. Haben wir ja jetzt am Sonntag auch gemacht, dass die Jungs hier im Stadion schon ausgelaufen sind. Da wart ihr schon am Buffet, habt ihr gar nicht mitgekriegt. Gibt's kein Buffet. Gibt's keins? Okay. Nee, also wir werden schon versuchen, da so schnell wie möglich auch die Regeneration dann wieder zu starten.